Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Adventskalender-Video. Oh mein Gott, gerade trudeln sie ein nach dem anderen. Da ich es immer nicht abwarten kann, den auszupacken, setze ich mich immer gleich hin, wenn ich einen habe. Und heute gibt es den Oatsome Adventskalender, den wollte ich unbedingt auspacken. Weil ich das schon immer mal probieren wollte und deswegen habe ich mir gedacht, den gönne ich mir, wie immer, was ich bezahlt habe, schreibe ich euch hier unten hin. Und wenn man diesen Adventskalender gekauft hat, hat man ein Geschenkchen bekommen. Und da ist einmal das Oatsome, die Blütenkönigin Crunchy Topping Pistazie. Blüten dabei. Oh mein Gott, das sieht bestimmt wunderschön aus, wenn man das auf ein Müsli, nicht auf ein Müsli, auf Joghurt oder so macht zum Dekorieren. Ja, das sind 200 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, was sowas kostet. Wenn ich dran denke, schreibe ich es euch mal hin, was die Dose kostet. Und ja, aber können wir mal sagen, wie schön dieser Kalender aussieht. Naja, Schwarm war gestern. Auf jeden Fall machen wir mal die Banderole ab. Und er sieht innen so aus, mit Kästchen, sehr schön. Ja, bis jetzt gefällt er mir auf jeden Fall sehr gut. Wenn ich ihn schüttel, habt ihr es gehört? Ich dachte zuerst, da ist ein Glas kaputt oder so. Aber nein, es ist nichts passiert. Ich habe schon nachgeschaut. Genau, ihr werdet es nachher auf jeden Fall sehen, was ich meine. Genau, und ich würde sagen, ich lege den hier wieder auf den Tisch und wir fangen mit Türchen Nummer 1 an. Als ich auf jeden Fall den Karton gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, der ist aber klein. Ich finde ihn echt süß, weil auf dem Foto hat er wirklich viel, viel größer ausgesehen. Ich dachte wirklich, das ist so ein Ding oder so, aber nein, ist gar nicht so. Was ich auch gut finde, hier sind solche Zwischendinger drin, hier. Dann können die Päckchen nicht nachrutschen. Genau. Ja, auf jeden Fall Türchen Nummer 1. Hier ein schöner Spruch drauf. Nee, hier kann man so Hängerler ausschneiden. Oder vielleicht das hier, genau. Oh, du Fruchtige steht hier drauf. Also selbst die Türchen sind wunderschön dekoriert und ich würde sagen, wir fangen an. Hier ist einmal drin Alice im Wunderland Smoothie Bowl Erdbeer Acai Beere. 100% natürlich ohne Zuckerzusatz. Fertig in einer Minute. Wie gesagt, ich habe das noch nie probiert und wollte das schon immer probieren. Und als ich dann den Adventskalender gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist genau das Richtige für mich. Und hier sind 50 Gramm drin. Genau. Ist es dann auch eine Portion? Ja, genau. Statt Wasser kann man auch Pflanzendrink nehmen. Cool, freue ich mich. Vielleicht packe ich den auch wieder ein und packe den dann im Dezember aus. Vielleicht. Nummer 2. Ach Gott, schaut mal dieses süße Türchen an. Da steht jetzt allerdings nichts drauf. Hier ist drin ein Oatsome, natürlich Oatsome, was denn sonst? Bruno Brownie gefüllte Bliss Balls, Erdmandel Kakao. Okay, so sehen die aus. Sehen auf jeden Fall auf dem Bild richtig, richtig lecker aus hier. Das sind 40 Gramm ist gleich 2 Stück. Also wir haben hier 40 Gramm Bliss Balls. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, Oatsome hat wirklich nur solche, ja, die Smoothie-Dinger da. Ich habe mich natürlich nicht spoilern lassen. Dann fangen wir an mit der, machen wir weiter mit der Nummer 3. Das ist so ein schmales Türchen. Hier ist drin ein Happy Hazel Feel Good Spread. Haselnuss-Kakao ohne raffinierten Zucker, ohne Palmöl. Was ist das? Ach so, das ist, wie ein Brotaufstrich, schätze ich mal. Also ja, Haselnuss-Kakao-Aufstrich. Ob das wohl so schmecken würde wie das Original?
Aber sieht auf jeden Fall, auf dem Löffel hier sieht es auf jeden Fall lecker aus. Ja, bin ich mal gespannt. Wir packen es mal wieder ein. Dann kommen wir zur 4. Die ist hier. Genau, hier ist dann auch wieder ein Spruch drauf, beziehungsweise so ein Code. Ja. Dann ist hier wieder so Bliss Balls drin. Und zwar Cinny Cinnamon. Gefüllte Bliss Balls mit Zimt und Mandeln. Oh, die schmecken bestimmt lecker. Komm, die probieren wir mal. Denn ich probiere ja eigentlich fast in jedem Adventskalender-Video was. Und ich bin ja nicht so der Fan von diesen Raw-Dinger, das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Aber probieren können wir es trotzdem. Da ist ein flüssiger Kern drin. Ach, der schmeckt richtig, richtig lecker, wirklich. Für das, dass ich das eigentlich nicht mag, sind sie wirklich richtig, richtig geil. Und kommen ohne Zuckerzusatz aus. Cool. Schmecken echt lecker. So, jetzt habe ich natürlich das Türchen Nummer 4 leer gemacht. Super. Wird es dann wohl auch nichts mehr beim Auspacken. Türchen Nummer 5. Hier kann man wieder ausschneiden. Und hier haben wir drin Zimtarella. Genau, passend zu den Bliss Balls hier. Smoothie Bowl Apfelzimt. 50 Gramm. Jetzt kommen wir zu 6. Und pass auf. Und ich dachte, da ist was kaputt. Deswegen habe ich da schon reingeguckt und weiß, was da drin ist. Und ich glaube, anhand vom Geräusch könnt ihr es erahnen. Und zwar... Wow. Also mal ganz ehrlich. In vielen Adventskalendern ist 1 drin. Ja? Und hier sind... Sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5 Ausstecher drin. Und zwar haben wir einmal hier eine Erdbeere. Ich finde auf jeden Fall auch cool, dass das so zeitlose Motive sind. Zumindest die 2 hier. Weil dann haben wir noch 3 kleine. Gut, ich sag mal ein Stern geht eigentlich auch immer. Ein Herz ja sowieso. Und ein Tannenbaum, ja, es geht. Aber es sind 5 Stück wirklich und von der Qualität her fühlen sich wirklich sehr gut an. Und was ich auch noch cool finde, hier ist sogar ein Rezept drauf, das ihr dann backen könnt mit denen. Ich glaube, das werde ich machen. Also Nikolaustürchen, top. Wirklich top umgesetzt. Freue ich mich. Nummer 7. Hier sind wieder Bliss Balls drin und zwar Hugo Hazelnut. Namen. Haselnuss mit Kakao, gefüllte Bliss Balls. 40 Gramm waren das insgesamt. Genau. Kommen wir zu 8, wenn ich sie wohl finden würde. 8, toll. Ist ausgeschrieben, kein Wunder, ich finde es nicht. Hier ist wieder so ein Brotaufstrich drin und zwar Erdmandel-Kakao ohne Palmöl, Lovely Kakao. Kakao. Keine Ahnung, wie spricht man das dann aus? Cocoa. Hier sind übrigens drin 30 Gramm. Ergibt eine Portion. Also einmal Aufstrich. Cool, freue ich mich. Sage ich glaube bei jedem Türchen. Ich bin begeistert bis jetzt. Wir suchen die Nummer 9. Da ist bestimmt wieder so Smoothie-Dings drin. Genau. Und zwar haben wir Kakaogeflüster, Smoothie Bowl Kakao mit Haselnuss. Ist euch aufgefallen, dass das immer irgendwie zusammenpasst, der Bliss Ball und dann die Smoothie Bowl hier. Also muss man schon sagen, die haben sich Gedanken gemacht, wirklich. Ich bin begeistert und freue mich auf Türchen Nummer 10. Hier sind bestimmt wieder solche Bliss Balls drin. Genau, und zwar einmal Lilly Lebkuchen. Gefüllte Bliss Balls mit Lebkuchen, Gewürz und Mandel. Oh mein Gott, diese Geschmäcker, die sind wirklich... Hört sich so, so lecker an. Dann kommen wir zur Nummer 11. Hier ist wieder eine Smoothie Bowl drin. Und zwar Benjamin Blaubeer. Und zwar ist das Blaubeere mit Himbeer. Ich glaube, das ist so...
kann ich mir vorstellen, die bekannteste oder so, weil wenn ich Werbung von denen sehe, dann sehe ich immer diese lila, ne? Also kann ich mir gut vorstellen. Nummer 12 und somit Halbzeit. Hier haben wir drin Hugo, Haselnut, Haselnuss mit Kakao. Ah, ich hätte sie doch alle auspacken sollen. Hatten wir das nicht schon? Wenn ja, schreibt es mal ab in die Kommis. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig dran erinnern. Und wenn, wäre es mir momentan bei diesem Kalender wirklich nicht schlimm. Weil es wäre ja Tag Nummer 12 und wenn das bei Tag Nummer 4, keine Ahnung, drin gewesen wäre, ob wir uns da noch dran erinnern können, wenn wir es gegessen haben. 13 ist wieder ausgeschrieben und ich finde es nicht. Nächster Aufstrich und zwar Crunchy Erdnuss Easy Peanut Feel Good Spread. Genau. Sind wieder 40 Gramm. Ne, 30. 30 Gramm. So, 13. Dann kommen wir zu 14. 14. Ich hab's gefunden. Hier haben wir Emma Erdnuss. Erdnuss mit Meersalz. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Genau, ich glaube, die Verpackungen sehen einfach ähnlich aus. Und es ist gar nicht das gleiche. 14, dann kommen wir zu 15. Da ist bestimmt wieder eine Smoothie Bowl drin. Ja. Und zwar Kakaogeflüster, Smoothie Bowl, Kakao, Haselnuss. Ich glaube, die hatten wir auch schon. Aber wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm in diesem Kalender, weil ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn einfach toll. Hallo. Meist gleich runter, genau, 15. Dann kommen wir zu 16. Wieder ein kleines Türchen. Hier sind wieder Blissballs drin und zwar Cini Cinnamon. Die hatten wir auch schon. Brauche ich ja dann nicht genauer zeigen. Cool. 16, dann kommen wir zu 17. Ich glaube, die ist ausgeschrieben, ja. Ein schmales Türchen. Da ist bestimmt wieder ein Aufstrich drin und zwar ein Sunny Coco Aufstrich. Feel Good Spread. Mandel mit Coco. Wisst ihr, das schmeckt bestimmt wie Raffaello, hundertprozentig. Ich probiere es jetzt aber nicht. Aber ich denke mal. Also bis jetzt ist das mein Highlight. Oh Gott, wie cool ist der Adventskalender, bitte. Nummer 18, das ist ja ganz leicht. Hier ist ein Gutschein drin und zwar für 5 Euro. Den behalte ich natürlich für mich. Das ist nämlich ein persönlicher Gutscheincode. Ich habe, glaube ich, gelesen, nämlich, dass da von 5 Euro bis, keine Ahnung, 80, 100 Euro oder so Gutscheine drin sein sollen. Aber mindestens 5 Euro. Und ja, wäre schön, wenn ich mehr gehabt hätte. Aber bin zufrieden mit meinen 5 Euro. Genau. Cool. Finde ich toll. So haben sie dich natürlich auch ein bisschen gebunden, um Nummer 1 zu kaufen bei denen. Nummer 19. Hier ist wieder eine Smoothie Bowl drin und zwar Mango Mia Smoothie Bowl Manga, genau, Mango mit Maracuja. Oh, die schmeckt bestimmt auch lecker. Oh, jetzt kommen wir schon in den 20er Bereich. Schade. 20 ist wieder so ein ganz dünnes. Und hier ist wieder ein Aufstrich drin. Ja, man kann natürlich immer anhand der Türchen ein bisschen vermuten, was drin ist. Und zwar haben hier wir wieder das Lovely Cocoa Erdmandel Kakao. Ja, cool. Kommen wir zu 21. Smoothie Bowl. Hier ist drin Banana Montana. Banane und Kakaonips. Lecker. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Apropos. Ja,
gibt am Ende der Adventskalenderzeit ein Gewinnspiel von mir. Ihr könnt 3 riesengroße Kartons gewinnen mit den ganzen Sachen, die ich hier an den Adventskalendern so auspacke. Denn ich kann niemals alles alleine essen. Und unter anderem wird bestimmt was dabei sein, auch von Ozom. Und wenn ihr ein Paket gewinnen wollt oder wenn du ein Paket gewinnen willst, dann sei auf jeden Fall Abonnent meines Kanals und ja, sei wachsam. 22. Ein weiterer Aufstrich und zwar die Crunchy Erdnuss. Die 23. Haben wir bestimmt nochmal eine Smoothie Bowl. Oh ja! Und zwar Kibalu Smoothie, Kirschbanane. Hatten wir noch nicht. Lecker. Ich liebe ja Banane in sämtlichen Variationen. Ah, jo. 23. Und jetzt kommen wir zu 24. Oh mein Gott, die ist genauso groß wie das Türchen Nummer 6 und mega, mega schwer. Und im Design vom Kalender und auf dem Türchen oder auf dem Kästchen steht drauf: We wish you a Merry Crunchmas. Genau. Ja, schauen wir mal rein. Und zwar ist hier drin der Apfelprinz Crunchy Topping Apfelzimt. 100% natürlich, ohne Zuckerzusatz und vegan. Hier haben wir 180 Gramm. Ja, mega, mega cool, wirklich. Hammer. Ja, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Ja, was sage ich zum Kalender? Ich bin irgendwie noch so aufgeregt, weil ich habe mich so auf diesen Kalender gefreut und wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ja, ob der Preis gerechtfertigt ist, ja, würde ich schon sagen. Hier, wie gesagt, ist auch nochmal, das ist auch mitgekommen, ohne dass ich irgendwas zuzahlen musste, dass es natürlich irgendwie mit einberechnet ist, ist mir klar. Aber ja, ich bin sehr begeistert von dem Kalender, wirklich. Die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich Mühe gegeben. Egal, ob es die Kästchen sind oder der Inhalt. Ich bin wirklich begeistert. Was sagt ihr zu dem Kalender? Schreibt es mir doch ab in die Kommis. Ich würde mich freuen. Und so langsam, ja, gehen die Adventskalender dem Ende zu. Aber ich habe noch 3 oder 4 in petto. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber ja, der der Ozom Adventskalender. Er war wirklich wunderschön. Genau, euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!